So, wir zeigen euch heute mal die Fahrt vom Hotel zum Trainingsplatz, die wir hier täglich machen. Das allererste Mal das Wichtigste des Tages, unser Geburtstagskind hier vorne. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mike. Dankeschön. Dann erstmal die zweitwichtigste Person hier, unser Fahrer. Er entwickelt sich von Tag zu Tag weiter. Am Anfang war das noch ein bisschen langsam, aber mittlerweile sind wir immer vorne dabei. Dann erstmal hier unser Jungspund im Bulli. Jalapeno. Ali Odabas. Grüße. Matti haben wir, der ist eigentlich immer unser Fahrer hier, unser Bulli, wenn wir in Zwickau trainieren. Und Neuzugang Marco. Servus. Hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, war am Ende, am Anfang immer der Letzte, der gekommen ist, aber hat sich schnell uns angepasst und ist mittlerweile einer der Ersten, der da ist. Will sich nichts nachsagen lassen. Genau, und ich bin auch dabei. Ich bin der Moderator hier. Mike eigentlich immer unser DJ, aber heute hat er die Musik mal ausgemacht. Wegen dem Video muss natürlich leise machen. Ansonsten geht hier mal ein bisschen Musik, aber... So, Marco, sag mal was zu deinen ersten Tagen hier mit dem Team. Zum Team? Ich kann nur sagen, dass ich super aufgenommen wurde. Das ist aber auch, denke mal, ganz einfach war innerhalb der Mannschaft. Das mit dem Trainingslager kommt natürlich super zugute mir. Da man alle relativ schnell kennenlernt und weiß, wie jeder Einzelne tickt. Und ja, also ich bin glücklich hier. Das freut uns natürlich. Matti, sag mal was zu den Bedingungen hier, Hotel, Trainingsplatz. Läuft das alles? Ja, es läuft alles, denke ich schon. Gut. Hoppe du. Das kannst du dann rausschneiden. Hoppe du als Jungspund. Trainingslager ist natürlich auch immer viel Arbeit, gerade für die jungen Spieler. Immer Materialien schleppen und sowas alles. Aber helfen dir die älteren Spieler auch ab und zu oder lassen sie sich da alle im Stich? Nee, das ist eine sehr kollegiale Mannschaft hier, die helfen mir alle gut. Alle nicht, alles übertrieben, ne? Ja, viele, sagen wir mal. Okay, so das Gute ist, wir können ja die Sachen oftmals am Platz lassen und deswegen sind die Wege von der Kabine bis zum Platz nicht so weit. Und dann noch nicht ganz so viel schleppen. Das ist schön. Mike, was ist das für ein Hotel? Bist du zufrieden damit? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es ist sehr entspannt. Entspannte Atmosphäre. Das Personal ist super nett. Und wir machen uns eng auf. Im Sportbereich ist auch nicht schlecht. Da kann man auch gut entspannen nach harten Trainingseinheiten, die wir hinter uns haben. Und ja, so kann es weitergehen. Essen ist top. Ja, freuen wir uns auf die nächsten Tage und nächsten Einheiten. Ja, das ist eine Lüge, das weißt du selber. Jetzt sind wir fast eingerastet. Mach ein paar Mal, ist angenehm so. Ali. Ja, bitte. Was sagst du so zum Spiel gestern? Was soll ich sagen? Im Nachhinein fragt man sich immer, woran hat es gelegen, ne? Vorfreude auf dem Training schon wieder da, oder? Ja, absolut. Ich habe mitbekommen, dass wir jetzt eine Krafteinheit haben. Kraft bist du gut, oder? Absolut. Bin ich vorne dabei. Das ist mein Lieblings. Wer ist bei Kraft nicht ganz so gut? Ja, der die Kamera gerade hält. Ja, aber man kann auch nicht alles können, ne? Ist ja auch so. So, jetzt fahren wir hier schon an unserem Trainingsplatz vorbei. Ich hoffe, man sieht's. Aber wir müssen noch einen kleinen Umweg fahren. Letzte Haarnadelkurve hier. Und dann sind wir auch schon da.